تسن الصحابة هات هاب من جلاد بلدين بين محمد صلى الله عليه وسلم تكفي هات أنس كلاد فن ألم أن أوصى الله دان بس الزلبة فن الله أنت بوخن إجمت سبعتن بس رسول الله صلى الله عليه وسلم كمت زيجينا فتشت خاصة بعبد الله بن رواحة رضي الله عنه ونما بنيما تخفت يا فلان لس أنس أني شتون دي قلوب لس أنس أني شتون دي قلوب ميغا غلوك أمتاك هات كان أنغ زاغ أليب سلشة خايزة أمانوس خايزة أنس تاقس حتى دسويما قزاكت Er hat zu denjenigen gesagt, lass uns eine Stunde glauben, der Mann hat das falsch verstanden. Denn er geht sofort zu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sagt, ja Rasulullah, was ist los mit Abdullah ibn Rawaha? Er wendet sich von unserem Glauben ab, nur für eine Stunde glauben, ja Rasulullah. Er hat gesagt, er verlässt den Glauben, er will nur eine Stunde glauben. Dann Rasulullah natürlich hat verstanden, worum es hier geht, hat, er lächelte sallallahu alaihi wa sallam, sagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala Erbarmen haben mit Abdullah ibn Rawaha. Der liebt die sitzenden Ermahnungskreise oder Kreise, die die Malaika lieben. Die Malaika lieben solche Kreise. Und warum macht das Abdullah ibn Rawaha? Weil Abdullah ibn Rawaha hat den Islam verstanden und hat die Worte des Propheten verstanden. Und er sagt, der Iman ist wechselhafter als kochendes Wasser. Wenn das Wasser richtig brudelt, ihr seht, wie das hoch und runter geht, sagt der Iman ist wechselhafter als das. Sag, und hat auch in anderen Beispiel gesagt, der Iman ist wie ein Hemd. Trägst du, hast du gerade angezogen, beispielsweise du hast es gewaschen, heute kann man das bügeln, Hamdel, hast es gebügelt, Mashallah, schön weiß, hast es angezogen, mit der Zeit wird es dreckiger. Ja? Dann ziehst du es wieder aus, dann musst du es wieder waschen und wieder bügeln, wieder anziehen. Sag, genau sagt Abdullah ibn Rawaha, der Iman ist wie ein Hemd, hast du es gerade an, ziehst du gleich wieder aus, hast du es wieder ausgezogen, gleich musst du es wieder anziehen. Das heißt, an deinem Iman muss man immer arbeiten. Und gestern habe ich eine sehr wichtige Sache gesagt. Heute leider, ich habe gesagt, ein Gelehrter sagte, der Mensch besteht aus drei Drittel, also drei Teile. Ein Drittel für Allah, ein Drittel für sich selbst und ein Drittel für die Würmer. Das ein Drittel für Allah ist die Seele. Ein Drittel für dich sind deine guten Taten, deine rechtschaffenen Werke. Und das dritte für die Würmer ist der Körper. Aber leider heute, die behaupten haben einen Verstand, und wir haben gesagt, ein Verstand bedeutet, das ist ein Licht, der dir die Wahrheit zeigt. Der dir das Gute vom Schlechten, das Böse vom Guten unterscheiden lässt. Das, was dir nutzt, unterscheidet von dem, was dir Schaden bringt. Ja? Den geraden Weg vom falschen Weg unterscheidet. Und die sowas behaupten heute, und sie wissen, die Seele ist die geehrt wird oder erniedrigt wird bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber sie kümmern sich eher um das, was die Würmer bekommen werden. Und das ist der Körper. Egal wie schön du aussiehst, egal wie hübsch du bist, egal wie stark du bist, ja? Egal heute die Leute subhanallah duschen dreimal am Tag, wenn es warm ist, ja? Damit er nicht schwitzt. Und benutzt, keine Ahnung, diese Body Lotion, mashallah, verschiedene, sagt man das, Duft, alhamdulillah, damit er gut riechen kann. Und fragt immer nach Parfüms, wo sie gibt, die besten Parfüms. Warum? Damit er gut riechen kann. Vielleicht morgens Parfüm und abends Parfüm. Ja, damit er, wenn er an einer Frau vorbeigeht und an die Leute vorbeigeht, mashallah, schöner Duft, vielleicht gucken ihn die Frauen an, da fühlt er sich dann befriedigt, a'udhu billah. Nur dieser Moment. Ja, und bekleidet sich sehr schön, mashallah, und damit er gut aussieht draußen, damit er sagt, guck, mashallah, der sieht gut aus. Und Gel, ein Kilo Gel auf seine Haare, a'udhu billah, im nächsten Jahr hat er keine Haare mehr, nas'alullah al-afwa al-afwa. Wofür ist das alles? Für die Würmer? Und dieser Körper, a'udhu billah, ich habe gestern eine klare Sache gesagt, wenn du jemand liebst, wenn du jemand über alles liebst, und du hast ihn zu Hause an deiner Seite, plötzlich er stirbt, dann seine Seele geht raus, zu wem? Zu Allah. Aber sein Körper, du weinst, du trauerst, du hast Schmerzen. Aber subhanallah, obwohl du ihn liebst, obwohl du dich durch ihn geborgen gefühlt hast, als er am Leben war, ein paar Tage, du willst nicht ein paar Tage aufhalten bei dir zu Hause. Weil er nicht gut riecht. Ihr wisst, wie eine Leiche stinkt, a'udhu billah, mit der Zeit. Ja? Dann bist du sofort raus mit ihm, ich will ihn nicht mehr hier haben. So unwichtig ist dieser Körper, subhanallah, dann wird man diese Körper in die Erde reinstecken und haben die Würmer daran Spaß und die Insekten. Aber diese Seele, die Allah zu Allah zurückkehrt, das Wichtigste bei Allah subhanahu wa ta'ala, das Beispiel ist wie mit dem Auto und Motor vom Auto. Heute siehst du viele Menschen, drei Jahre lang, zwei Jahre lang, er lackiert sein Auto. Jedes Mal ein neuer Lack, mashallah. Und wäscht das Auto fast jeden Tag, damit es glänzt. Aber die zwei Jahre lang, er hat den Motor vernachlässigt. Ist er klug? Er ist nicht klug, das ist Dummheit. Warum Dummheit? Weil irgendwann mal versucht er zu starten, obwohl es von außen schön aussieht, aber er kann nicht mehr starten. Das Motor ist kaputt. Normalerweise hätte er sich mehr um den Motor kümmern müssen, als von das Äußere vom Auto. Und diesen Lack und diese Glanzgeschichten. Stimmt oder nicht? Genauso der Mu'min.
muss sich er um sein Herz kümmern, um seine Seele kümmern. Du sollst dein Herz lackieren, sage ich mal so. Du sollst dein Herz polieren von all dem, was schlecht ist. Du sollst dein Herz reinigen von all dem, was schlecht ist. Warum, liebe Brüder, heute, wir können den Koran nicht verstehen. Wir können die Hadithe nicht verstehen. Wir haben so viel Jumu'ah gehört, so viel Durus gemacht, so viel Durus gehört, so viele CDs, so viel im Internet gehört, aber die Lage ändert sich nicht. Weil dieses Licht, das Koran ist Wissen. Und dieser Koran ist ein Licht. Koran ist Licht. Und die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind Licht. Die Ermahnungen sind Licht. Die Lehren vom Gelehrten sind Licht. Die Worte, die sie rausbringen, sind Licht. Aber irgendwie dieses Licht, subhanallah, findet keinen Weg zu unseren Herzen. Weil wenn es einen Weg gefunden hat zu unseren Herzen, dann hätte sich die Lage der Umma verändert. Der andere Sahabi, 2 Jahre. 2 Jahre. Und sein Iman wird so stark. Wie lange sind wir heute im Islam? Heute Islam, a'udhu billah, haben wir im Kühlschrank gelassen. Ja, das ist das Problem. Islam kommt an der letzten Stelle. Wenn wir sehen, eine Angelegenheit, ja, wo wir den Islam bevorzugen müssen, das Jenseits bevorzugen müssen, wir machen das Gegenteil. Wir bevorzugen immer das diesseitige Leben, das, was vergänglich ist. Und das ist der Beweis, dass diese Worte das Licht unserer Herzen nicht erreicht hat, wal-iyadu billah, weil wir diesen, wir kümmern uns sehr, sehr, sehr selten um unsere Herzen und unsere Seelen. Deswegen, wir müssen das Ganze ändern jetzt, inshallah. Und nicht nur Freitag, Samstag, Sonntag. Ich sage es immer wieder, nicht Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, das ist auch während der Woche. Wenn ihr Zeit habt, gegenseitig anrufen. Treffen machen, subhanallah. Bei einem Bruder oder die Schwestern untereinander treffen sie. Sie kennen sich nur, a'udhu billah, während der Sitzung, dann gehen sie nach Hause. Nein, das ist nicht der Sinn der Sitzung. Der Sinn der Sitzung, dass wir mehr zusammenkommen. Noch mehr daran arbeiten, dass unser Iman verbessert wird, dass unser Iman gestärkt wird. Dadurch werden unsere Taten, alhamdulillah, stärker. Und oft das Paradies erwähnen, das Jenseits, die Hölle, a'udhu billah. Nicht viel die Hölle, aber eher das Paradies. Wenig Hölle und viel Paradies. Ja? Damit die Sehnsucht nach dem Paradies stärker wird. Maksalam. Damit auch die Angst etwas wächst gegenüber der Höllenfeuer, damit wir inshallah beginnen, inshallah, mit unseren Herzen zu arbeiten, dass wir, wie sagt man, dass diese Sehnsucht nach Paradies stärker wird, ja, dann wird ihr sehen, alhamdulillah, wenn man erkannt hat, was Allah subhanahu wa ta'ala vorbereitet hat für die Menschen im Jannah, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, die Menschen damals sind gestorben, als sie gehört hat, was Allah an Genuss vorbereitet hat für sie, subhanahu wa ta'ala. Sie hatten sehr starke Sehnsucht gehabt. Und wenn sie gehört haben, die Hölle sind gestorben, ja, weil die Herzen sehr weich geworden sind, sie haben begriffen, worum es hier geht. Und deswegen, wenn man die Taten von Sahaba sieht, wie sehr sie sich geeilt haben zum Paradies, ich will über diesen Thema jetzt nicht anfangen zu reden, ja, weil wir wissen nicht, wer unter uns ist, a'udhu billah. Die Leute, die Ohren sind groß geworden heute. Ja? Weil seht ihr selber, ich weiß selber, ihr habt über Sahaba gelesen, wie schnell sie sich geeilt haben ins Paradies. Weil sie haben Angst gehabt, das Paradies zu verlieren, wenn sie lange leben. Sie haben Angst vor Versuchungen gehabt. Sie haben sich danach sogar den Tod gewünscht nach dem Tod von Rasulullah sallam. Weil sie hatten Angst, nicht als Muslimin zu sterben. Sie hatten Angst vor der Versuchung. Und heute guckt ihr euch an, die Versuchungen da draußen, a'udhu billah, und die Verlockungen, wie groß sie sind. Und die Muslimin fühlen sich sicher, alhamdulillah. Wovor fühlst du dich sicher? Hast du so einen starken Iman? Hast du so einen starken Glauben, subhanallah? Hast du die gleichen Taten wie Sahaba? Hast du so viel getan für das Paradies? Obwohl Sahaba so viel getan haben, trotzdem, sie haben gezittert, sie haben geweint, deren Herzen waren aufgeregt. Sie haben Angst gehabt, dass das, was sie getan haben, nicht angenommen wird bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und solche Kreise, inshallah, nicht nur hier in dieser Moschee, sondern in jeder Moschee, wo man hingeht, versucht man einen kleinen Kreis zu machen. Etwas, eine Stunde, halbe Stunde, 10 Minuten, etwas über das Jenseits zu reden, um immer wieder den Iman zu stärken. Denn ich sage euch, ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt, jeder Herz, Sohn Adam, hat Licht. Hat ein Licht. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein schönes Beispiel gegeben, sagt mit dem Mond. Sagt, stell dir vor, es ist ein klarer Himmel. Der Himmel ist ganz klar, alhamdulillah, nachts. Und du siehst den Mond, er leuchtet. Jeder kann den Mond sehen, wenn er am Leuchten ist. Und dafür haben wir auch ein Licht davon. Sag subhanallah, während dieser Mond leuchtet, plötzlich geht eine Wolke an ihm vorbei. Dann verdeckt sie das Licht dieses Mondes. Sag, genauso sind die Herzen. Und diese Wolke, gemeint hier die Dunkelheit der Ungehorsamkeit. Die Dunkelheit der Sünde, die in unseren Herzen manchmal vorbeigeht. Die Dunkelheit der schlechten Tat, a'udhu billah, die wir, sagen das vollbringen heute. Sag, genauso, wenn der Mond so ist, geht eine Wolke vorbei, verdunkelt sein Licht, dann zieht sie weiter, plötzlich leuchtet er wieder. Und haben die Leute davon wieder ein bisschen Licht.
auf der Erde. Sagt, genauso ist das Herz eines Mu'min. Während er am Leuchten ist, voller Glauben, voller Iman, plötzlich gehen die Wolken der Sünde und der Ungehorsamkeiten vorbei, verdunkelt das Herz, er wird die Wahrheit nicht mehr sehen, er macht Sünde, er kennt den Weg nicht mehr richtig, er ist verwirrt, plötzlich zieht diese Wolke vorbei, plötzlich leuchtet das Herz wieder. Deswegen sagen die Ulama, solche Sitzungen sind sehr, sehr, sehr wichtig, um das Licht dieser Herzen zu bewahren. Um dieses Licht, der Iman, das ist Iman, Licht, also Nurul Iman nennt man das, der Licht des Glaubens. Ohne dieses Licht werden wir den Koran nicht begreifen, werden den Koran nicht verstehen.